Bundesliga-Top-Torjäger Luka Jovic von Eintracht Frankfurt sowie sein Teamkollege Ante Rebic wecken Begehrlichkeiten bei internationalen Spitzenvereinen. Neben Real, Barca und Chelsea werden auch die Bayern genannt. Sportvorstand Freddy Bobic warnt die Münchner schon mal. Es kann sein, dass sie den einen oder anderen von uns interessant finden, aber ich glaube, dass da noch ganz andere Große um die Ecke kommen werden, sagte Bobic der TZ. Wenn sie an unseren Spielern interessiert sind, müssen die Bayern aber richtig bluten. Der Eckstürmer erwartet ein baldiges Wettbieten. Im späten Frühling wird der eine oder andere Verein vorstellig werden. Das ist die Crème de la Crème, die war vor 2 Jahren noch nicht da, so Bobic weiter. Momentan läuft es bei RB Leipzigs Yusuf Paulsen. 12 Saisontreffer hat der Däne bereits erzielt, doch sein bis 2021 datierter Vertrag wurde bisher nicht verlängert. Laut der Bild möchte ihn der Club gerne halten, das letzte Wort soll aber der künftige Trainer haben. Man muss erst mal sehen, wie unter Julian Nagelsmann im Sommer die Karten neu gemischt werden, sagte noch Coach und Sportdirektor Ralf Rangnick. Ich bin kein Freund von jetzt verlängern wir einfach und schauen mal, damit haben andere Vereine schon leidvolle Erfahrungen gemacht, ergänzte Rangnick. Ich habe mich jetzt noch nicht zu 100% mit dem Thema Vertragsverlängerung beschäftigt, sagte HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga bei Sky. Irgendwann wird es eine Entscheidung geben, in welche Richtung es geht, ich weiß es noch nicht. Ich kann nur sagen, dass es ein verdammt geiler Club ist, für den ich unheimlich gerne spiele. Lasogga hat diese Saison schon 14 Pflichtspieltore erzielt.